Ich freue mich, dich hier im neuesten Video begrüßen zu dürfen. Ich bin Emanuel Erck, Beziehungscoach, und heute sprechen wir über die Frage, was Frauen im Bett wirklich wollen. Ja, vor einigen Wochen habe ich ja schon mal das Video andersrum gemacht, was Männer im Bett wirklich wollen, und das Video kam sehr gut bei euch an, und deswegen dachte ich, drehe ich jetzt mal die Seiten. Das erste, was ich immer zu diesen Videos, was Männer wollen oder sieben Dinge, die sich Männer wünschen, ich habe ja einige Videos in der Richtung, da kommt immer diese Kritik, ja, immer geht es um die Männer und was ist mit den Frauen? Ich muss da einfach ganz kurz zu meiner Verteidigung erklären, dieser Kanal wird größtenteils von Frauen geschaut und deswegen ist es halt einfach naheliegend, solche Videos zu machen. Aber nun gut, was wollen denn Frauen jetzt im Bett? Das ist einfach eine Riesenfrage. Und es ist natürlich witzig, dass hier ein Mann sitzt und euch das erzählen möchte. Also, wieso kann ich euch das gerade erzählen? Als erstes, ich kann euch natürlich nur einen Ausschnitt geben. Meine Erfahrung, ob in meinem eigenen Leben oder auch in meinen Coachings, wo ich mit sehr vielen Frauen zusammenarbeite. Letztendlich musst du, ob als Mann oder als Frau, selber schauen, geht damit was mehr in Resonanz, macht das vielleicht ein bisschen Sinn, was er macht, und du kannst jederzeit gerne unter den Kommentaren mich ergänzen. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Das Erste, was wir bei der Sexualität von Männern und Frauen verstehen müssen, Männer und Frauen sind nicht gleich. Optisch gesehen natürlich, aber auch in der Funktion des ganzen Körpers. Deswegen, im Tantra ist es noch viel schöner erklärt und es ist halt einfach ein Grundwissen, was uns in der westlichen Welt komplett fehlt. Frauenkörper brauchen länger. Brauchen länger, bevor sie überhaupt bereit sind für den Sex. Und das Problem ist, dass gerade der Sex noch durch viele Generationen davor sehr durch die Männer geprägt wurde. Und auch bis heute die Männer durch ihre eigene Sexualität den Ablauf des Sexes prägen. Und das ist das, was letztendlich eigentlich dafür sorgt, dass der Sex weder schön für die Frau noch für den Mann ist und dadurch so viele Paare an dem Punkt enden, dass sie überhaupt keinen Sex mehr haben. Das heißt, liebe Frauen, ihr dürft euch erlauben, mehr Zeit einzuplanen für euch und euch wirklich überhaupt wieder diese Wahrnehmung schulen, wann fühle ich mich bereit zum Sex. Und ich muss auch zur Verteidigung von uns Männern sagen, uns hat das nie jemand erklärt. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie Frauen wirklich ticken oder was Frauenkörper wirklich brauchen, sondern das Einzige, wir sind total pornokonditioniert und das ist das, was wir irgendwie erlebt haben. Frauen müssen stark stimuliert werden und keiner hat uns mal erklärt, dass eine Frau einfach erstmal nur körperliche Nähe braucht. Vielleicht kuscheln, halten, streicheln, keine Penetration oder irgendetwas. Weil wir Männerkörper anders ticken. Männer brauchen nicht lange, um warm zu werden. Die können eigentlich direkt quasi loslegen. Das hängt mit vielen Dingen zusammen. Das wird jetzt alles viel zu weit führen. Aber erstmal merke ich dieses Grundprinzip. Frauenkörper brauchen länger. Und dadurch entstehen so viele Konflikte. Weil die Frau merkt, hey, ich will gar noch nicht, ich kann noch nicht. Und sagt dann letztendlich vielleicht, ich möchte gar keinen Sex. Und der Mann fühlt sich immer wieder abgelehnt, denkt, was stimmt mit ihm nicht. Und er macht alles falsch. Und dadurch entstehen so viele Konflikte. Und das Einzige, was fehlt, ist einfach die Information, Frauenkörper brauchen länger. So. Und deswegen nehmt euch vor dem Sex wirklich Zeit, einfach euch erstmal nahe zu kommen, anzukommen, in eurem eigenen Körper anzukommen, euch zu entspannen, zu gucken, was geschieht gerade eigentlich in mir. Berührt euch, tauscht euch aus, welche Berührungen euch gerade gut tun. Und ich gebe sogar den Paaren mit dem Coaching einen Tipp, lasst die Frau entscheiden, wann der Sex losgeht. Männer, nehmt euch da einfach mal zurück und habt Vertrauen darauf, dass die Frau meistens das bessere Gespür haben, wann es bereit ist, quasi den nächsten Schritt zu gehen. Bevor ich aber nochmal genau darauf eingehe, was Frauen wollen, will ich erstmal nochmal sagen, was nach meiner Erfahrung das ist, was Frauen meistens nicht wollen. Frauen wollen keinen Performance-Künstler im Bett. Also keinen Mann, der einfach zeigen will, wie toll er ist und was er nicht alles kann und wie lange er kann und welche Stellung er kann und dass das Kamasutra auswendig kann. Also der dann eine ganze Show im Bett abzieht. Ja? Weil das ist dazu, wozu viele Männer neigen. Und das ist einfach, wenn ich mit Frauen spreche, immer das, wo sie sagen, ich möchte diese Ego-Show im Bett nicht. Ja? Also liebe Männer, mit was ihr viel attraktiver im Bett seid, ist, wenn ihr euch einfach mal entspannt. Wenn ihr einfach mal loslassen könnt. Wenn ihr eben nichts im Bett erreichen wollt, sondern wenn ihr einfach nur da seid. So sind wir ganz sein. Und das ist eine Grundregel, die nicht nur beim Sex gilt, sondern auch in der Partnerschaft. Was so viele Frauen mir immer berichten, ist, sie wünschen sich Männer, die präsent sind. Die wirklich in dem Moment, wenn sie am Essenstisch sitzen, am Essenstisch sitzen. Wenn sie auf der Couch kuscheln, kuscheln. Und nicht immer schon beim Nächsten sind. Das macht so viel energetisch aus zwischen zwei Menschen. Wie bewusst bin ich wirklich beim anderen? Außerdem muss dir klar sein, eine Frau ist keine Maschine, wo du Knöpfe drücken solltest. Ja? Oder wo du Knöpfe drücken kannst, wegen, ah, okay, ich stimuliere die Stelle, dann die Stelle, dann die Stelle und dann öffnet sich das Tür A, B und C. Nein.
Ein Frauenkörper ist so komplex, so sensibel, ja. Und du kannst ja nicht irgendwelchen Internetanleitungen folgen, wie du eine Frau glücklich machst, sondern dabei ist noch jede Frau absolut individuell. Das heißt, das Nächste, was Frauen sich wünschen, ist, dass du wirklich auf sie eingehst. Dass du ihnen den Raum gibst, sich öffnen zu dürfen, sich zeigen zu dürfen. Nachfragst, was sie wollen, was sie brauchen, ja, wonach sie sich gerade sehen. Eine Sache, die, glaube ich, viele Frauen gemeinsam haben, mit uns Männern auch, sie wünschen sich bewusste Berührung. Das heißt, auch beim Streicheln, beim Halten, dass du wirklich mit der Präsenz in den Händen bist. Und ich sage so, jetzt betatsche ich hier, in meinem Kopf bin ich schon, weil, oh, gleich machen wir das oder jenes, sondern nein. Wirklich präsent genau da bist, was du gerade erlebst. Das macht wirklich, es macht, das ist, wenn ich dir nur einen Tipp für deine Sexualität mitgeben dürfte, dann wäre es das. Sei präsent in dem, was du gerade tust. Und nimm überhaupt mal wahr, wie sehr du im Kopf bist normalerweise. Du denkst, mag sie das gerade? Will sie das gerade? Was machen wir als Nächstes? Was war gestern? Ja, und es gilt nicht nur für Männer, sondern für beide Seiten. Lernt es, präsent und achtsam zu werden. Der nächste Punkt ist, was Frauen sich im Bett wünschen, dass sie nicht neben sich irgendeinen Sexsuchti haben. Was ich damit meine, ist Männer, die total gierig nach Sex sind, die vollkommen in ihrer Lust und dieses, ich brauche jetzt Befriedigung, ja, wozu viele Männer neigen. Und jetzt werden mir bestimmt wieder einige unter die Kommentare schon, das ist ganz natürlich und Evolution und bla 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 bla. Nein, das ist eben nicht so. Sondern wenn du da eigentlich dich mal genau mit dieser Thematik beschäftigen würdest und mal nachgehst, warum gibt es Männer, die einfach so eine unfassbare Lust auf Sex haben, ja, und sich da gefühlt gar nicht wirklich bei kontrollieren können. Der Hintergrund davon ist, dass sie Sex missbrauchen, um Anspannung zu lösen. Ja, das heißt, es gibt viele Anspannungen im System, die sich dann zumindest für eine kurze Zeit um Sex entladen können. Wie so, du kannst es vorstellen, wie so ein Bogen, der so richtig stark gespannt ist. Es ist sehr klar, dass der endlich mal losgelassen werden will. Und so ist es dann, dass diese unfassbare Lust beim Sex entsteht. Aber wenn du eine Grundentspannung im Körper hast, wirst du nie einen Bogen innerlich erleben, der so gespannt ist. Warum ist bei Männern so viel Anspannung? Auch das lässt sich sehr simpel erklären, weil, was ich auch schon in vielen Videos erzählt habe, Männer sind grundkonditioniert, von ihren Gefühlen abgeschnitten zu sein, ihr Herz zu verschließen. Das heißt, wir haben überhaupt nie gelernt, wirklich Gefühle zuzulassen, Gefühle wirklich fühlen zu können, auszuführen. Ja? Und deswegen bleiben die halt im ganzen System gespeichert. Und du musst dir das so vorstellen, dass eigentlich der natürliche Zustand ist, dass wir Gefühle einfach durch uns durchfließen lassen können. Ne? Dass wir sie einfach fühlen können und sie dadurch halt wieder quasi, nein, vorbeiziehen ist jetzt falsch, aber dass du sie quasi komplett diese ganze Energie des Gefühls ausführen kannst und dann wieder diese Energie frei wird. Aber weil wir nicht gelernt haben, diese Gefühle zu fühlen, müssen wir dann das Gegenstück zu machen. Wir müssen sie unterdrücken. Und wie unterdrücken wir Gefühle? Durch Anspannung. Das sind die klassischen Nackenschmerzen, die du merkst, Rückenprobleme, Magen, was es nicht alles gibt. Hat alles damit einen Zusammenhang. Ja? Also, deswegen ist es gerade, dass Männer viel stärker diese Lust haben. Und wenn ich Frauen erlebe, die eben auch solche, ich sag's jetzt mal, ziemlich hart, solche Man-Eater sind, die so unbedingt Sex wollen und ganz gierig sind, erlebe ich meistens genau das gleiche Muster dahinter. Ja? Also, deswegen prüf doch einfach mal, wie sehr bist du in Kontakt mit deinen Gefühlen, wie sehr kannst du deine Gefühle da sein lassen und prüf auch besonders, wenn du diese starke Lust hast, warum brauchst du jetzt sofort diesen Sex? Und nimm wahr vielleicht, dass du merkst, boah, ich brauch's eigentlich, weil ich unbedingt mich endlich entspannen will. Und kannst ja einfach mal schauen, ob das nicht auch über einen anderen Weg geht. Denn das andere Problem dabei ist, dass wenn Männer Sex benutzen, eben um ihre Anspannung loszuwerden, passiert nämlich das, dass sie ihre Anspannung auf die Frauen übertragen. Und deswegen ist ganz natürlich, dass Frauen sich mehr und mehr schützen dagegen, überhaupt Sex zu wollen. Weil sie merken, mir tut es einfach nicht gut, ich fühle mich wie benutzt, überrannt. Und das läuft alles ganz unbewusst. Das heißt, was Frauen sich im Bett wünschen, ist, dass Männer entspannt sind. Entspannt in ihrem Körper, im Kontakt mit ihrem Gefühl, präsent in ihrem Körper. Das erzeugt oder es gibt überhaupt das Fundament und die Basis für eine erfüllte Sexualität. Und damit komme ich auch schon direkt zum nächsten, was Frauen sich im Bett eigentlich wirklich wünschen, nämlich Männer, die wirklich berührbar sind und wahrhaftig. Männer, die nicht sich hinter irgendeiner Maske, irgendeiner Show verstecken, sondern Männer, die wirklich sich zeigen mit all ihren Ängsten, weil gerade mit Sex, Mann, liebe Männer, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur mir so geht, oder ich weiß, dass es nicht mir so nur geht und durch viele männliche Klienten, mit denen ich gearbeitet habe. Es ist so viel Angst, so viel Scham, so viel Verzweiflung, so viel Hilflosigkeit auch verbunden mit Sex. So viel Druck, den wir uns selber machen. Und da überhaupt mal so wahrhaftig zu sein und das wirklich zu zeigen, das erschafft so viel Nähe zwischen Mann und Frau. Ja? So viel Tiefe auf emotionaler Ebene und die zeigt sich natürlich auch im Sex. Aber um diese Tiefe zu erreichen, liebe Männer,
müsst ihr anfangen, euch mit euren Gefühlen zu beschäftigen. Und da habe ich gerade heute einen Kommentar gelesen, zu dem ich jetzt gerne noch was sagen möchte. Unter einem Video hat jemand geschrieben, ja, Emanuel, du mit deinen Gefühlen, das machst du vielleicht, aber das Einzige, was für Männer eigentlich wirklich ist, ist Abwechslung. Und es ist doch klar, dass der Sex dann langweilig wird, wenn es nicht genug Abwechslung gibt. Und dann zieht sich alles in dir zusammen. Ja? Nicht, weil ich diese Männer verurteile, sondern, naja, doch, ein bisschen verurteile ich sie schon. Aber es geht mir eigentlich viel mehr darum, dass diese Männer einfach nur, ihnen fehlt das Bewusstsein an der Stelle. So, die können nicht besser. Das ist wirklich deren Vorstellung in ihrem Kopf, ja, dass so der Sex abläuft. Ja, das ist einfach nur, dass der Sex langweilig liegt daran, weil das Mäuschen hier nicht mal ein bisschen Abwechslung ins Spiel bringt. So, das macht mich kirre. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, oh, ich stelle mich nur auf die Seite der Frau und ich bin der Frauenversteher. Nein, ich bin genauso ein Mann. Und warum mich sowas natürlich am meisten aufregt, weil ich mich selber in dem wiedererkenne. Auch ich bin durch solche Phasen durch. Aber nur um an Gott sei Dank an diesen Punkt zu kommen, ist mir, das macht mich alles so nicht glücklich. Und das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Und dann überhaupt habe ich angefangen, die Fragen zu stellen, mit Paaren zu sprechen, mit Mentoren zu sprechen, die auf einmal berichten, ja, nee, wir haben immer noch eine erfüllte Sexualität, auch nach 10, 20, 30 Jahren. Und dann auf einmal zu merken, ah, vielleicht liegt es gar nicht an dem Sex, sondern daran, wie wir Sex haben. Und besonders gerade, wie wir Männer Sex haben. Deswegen, es geht nicht um mehr Abwechslung, sondern es geht darum, dass wir wieder mehr und mehr zu unserem Herzen kommen. Mehr wieder in Kontakt mit unseren Gefühlen. Weil wonach süchten wir denn alle in diesem Sex? Wir süchten nach Berührbarkeit, nach Lebendigkeit, nach Nähe. Aber wir kriegen sie nie. Und deswegen suchen wir mehr Reiz, stärkere Impulse. Anstatt zu gucken, wo die wirkliche Ursache liegt. Und wie gesagt, ich möchte das alles nicht erzählen, um hier irgendwie als der tolle Frauenversteher darzustellen, sondern weil ich einfach weiß, wie viel Leid durch Sex erzeugt wird. Und es gibt kaum etwas, was die Basis gibt für mehr Heilung und gleichzeitig die Basis für mehr Verletzungen als Sex. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass so viele Menschen wie möglich diese Videos sehen und vielleicht sich anfangen, neue Fragen zu stellen, ein neues Bewusstsein zu entwickeln und dadurch die wundervolle Erfahrung machen von einer tiefen, erfüllten Sexualität, die eben nichts, wirklich rein gar nichts mehr mit Pornos oder sonst was zu tun hat, sondern sich anfühlt wie so eine energetische Verschmelzung zwischen zwei Menschen, was unbeschreiblich ist. Und das wünsche ich auch dir von Herzen, diese Erfahrung in deiner Beziehung zu machen. Ja, falls du merkst, das macht alles Sinn, aber ich weiß irgendwie nicht, wie ich das selber umsetzen soll. Es gibt so viel, was mich blockiert, weil ich weiß nicht, wie ich wirklich den Zugang zu meinen Gefühlen bekommen soll. Dann lade ich dich von Herzen ein zu mir ins Coaching. Ja, du kannst dich dafür kostenlos bei mir anfragen und kriegst dann eine erste Einschätzung von mir und die alle Infos zum Coaching findest du wie immer einfach hier unter diesem Video. Und dann freue ich mich darauf, wenn wir vielleicht mal ganz bald uns persönlich kennenlernen und ich dich vielleicht genau bei diesem Thema unterstützen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn du das Video likest und es vielleicht auch genau mit Menschen teilst, die man einen neuen Blickwinkel darauf brauchen, was Frauen wirklich im Bett wollten. Und liebe Frauen, ich bitte euch auch von Herzen, schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch eigentlich beim Sex wünscht. Ob das, was ich erzähle, mit euch in Resonanz geht. Welche Sachen ich ziemlich sicher bestimmt auch vergessen habe. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mich dann noch ein bisschen ergänzt in die Kommentare. Ansonsten abonniere den Kanal, wenn du kein Video verpassen willst. Und ich freue mich dann, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir einfach eine wundervolle Woche. Alles Liebe, dein Emanuel.